Das hier ist ein Panzerkampfwagen 4 Ausführung G. Er wurde 1937 gebaut und hat eine 7,5 cm KWK. Der Motor hat satte 300 PS. Die braucht er auch, denn seine 23,6 Tonnen ist das doch schon ein kleines Biest. Und insgesamt haben 5 Leute in diesen Panzer gepasst. Dieses spezielle Modell hier wurde im Afrika-Korps gefahren. Das sieht man sehr schön an dem Logo. 42 wurde er erbaut, also dieses Modell. Und wurde dann nach Nordafrika geschifft, wo es dann nach ein paar Tagen liegen blieb und von den Briten erbeutet wurde. Im Jahr 1960 wurde dann der Panzer zurückgegeben an die Deutschen. Jetzt sind wir hier im Inneren des Panzers beim Richtschützen und hier drinnen ist es schon jetzt ziemlich eng. Also hier hat er sein Periscope, damit er zur Außenwelt alles sehen kann und wo er hinzielt. Des Weiteren gibt es hier an dieser Kurbel die für die Kanone zum Hoch- und Runterdrehen. Ja. Und hier ist die Kurbel, um den Turm zu drehen. Die funktionieren alle, das Fahrzeug fährt auch und wird im Moment wieder restauriert. Deswegen sieht das hier ein bisschen chaotisch drin aus. Das ist rein, ja. Und hier hat der Schütze seinen Abzugshebel und noch weitere Steuerungssachen. Gut, jetzt sind wir hier beim Ladeschützen. Der Ladeschütze lädt die Kammer und das Projektil ein. Das ist hier. Hier sieht man den schönen Ladeblock. Wird die Patrone hier reingeführt und dann wird sie verschlossen durch diesen Hebel. Und durch diesen Hebel wird sie noch wieder ausgeworfen, die Patrone. Und in diesem Sack hier wird sie aufgefangen. Nach dem Auswerfen. Und der Ladeschütze hatte seine ganzen Patronen auf dieser Seite und hier vorne hinterm Fahrer lagen auch noch welche. Die hat er dann einfach genommen und hier reingesteckt. Des Weiteren hatte er hier eine MG, aber die ist jetzt hier nicht mehr drin, genauso wie die vorne unten, die ist auch nicht mehr vorhanden.